Hallo und herzlich willkommen bei Easy Kocht. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt Hunger und Lust auf eine neue Rezeptidee von mir. Heute gibt es, ja, es gibt das, was ihr in der Pfanne gesehen habt. Also bleibt dran, dann zeige ich gleich, was ich gekocht habe. Es geht auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Ihr braucht nur ein paar Zutaten, einfach und rasch zum Vorbereiten. Mega lecker und knusprig und auch gesund. Ich starte gleich. Ich habe mir hier die Zutaten vorbereitet und zwar brauchen wir 3 Erdäpfel bzw. Kartoffeln, 2 Eier, Speck, den schneide ich dann noch. Das sind jetzt 2 Esslöffel Kartoffelstärke, Frühlingszwiebeln und geriebenen Käse. So schaut das jetzt gerieben aus. Jetzt werde ich noch die Flüssigkeit rausdrücken. Schaut mal, wie viel Flüssigkeit da rauskommt. Das drücke ich jetzt ganz fest daraus. Dann kommt das in eine Schüssel rein. Sehr gut, jetzt geht es weiter. Jetzt kommen 2 Eier rein. Die Frühlingszwiebeln, der Käse. Kartoffelstärke. Dann kommen noch ein paar Speckwürfel rein, aber die könnt ihr natürlich auch weglassen oder einen Schinken stattdessen reingeben. Und die Gewürze Salz, Pfeffer und Vegetar. Jetzt wird das Ganze gut vermischt. Somit wäre die Vorbereitung auch schon geschafft. Dann schnappen wir uns eine Pfanne. Ein Öl eurer Wahl, ich verwende Olivenöl und dann gebe ich mit einem Löffel einfach das Gemüse in die Pfanne, drücke das bisschen so an und jetzt wird das gebacken. Ungefähr 3 Minuten bei mittlerer Hitze auf beiden Seiten anbraten, bis es schön knusprig ist. So, jetzt drehe ich sie vorsichtig um. Werden morgen grillen, deshalb habe ich eine Knoblauchsoße gemacht. Das trifft sich jetzt perfekt, weil das total lecker hier zu diesem Kartoffelleibchen passt. Ein einfaches, schnelles, total köstliches, gesundes Essen.